Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Ich begrüße euch zu einem erneuten Mario-Video auf meinem Kanal und heute will ich mal ein bisschen über die schwersten Mario-Bosse aller Zeiten reden. Ich habe seitdem ich klein bin sehr, sehr, sehr viele Mario-Teile gespielt, auch die Mario-RPGs, die Paper Marios und natürlich die anderen Jump'n'Run-Marios und dort gibt es natürlich immer Bosse, was für mich eine der Highlights der Mario-Serie ist. Man kann die Mario-Bosse auch nicht mit Dark Souls-Bossen vergleichen oder sowas, die sind meistens eher einfach gehalten, weil Mario halt ein Spiel ist für jedermann und jeder soll spielen können, das soll natürlich nicht so krass schwer sein, was natürlich auch verständlich ist, aber es gibt einige Ausnahmen, wo ich mich einfach frage, what the fuck ist das schwer? Also ich hatte das in meiner Mario-Spiel-Laufbahn einige Male und genau um diese Plätze geht's heute. Platz 5 bis Platz 1, die schwersten Bosse und los geht's! Auf Platz 5 habe ich den Mantarochen aus Mario Sunshine vor dem Hotel, Leute, ihr kennt ihn alle. Nicht allzu viele mögen ihn, weil er ist wirklich ein kleiner nerviger Boss und wirklich, diese Liste ist rein subjektiv von mir, also ich fand diese Bosse am schwersten und dieser Platz 5 mit dem Mantarochen musste ich einfach mit reinnehmen, weil ich fand es ziemlich nervig, es war erstmal keine richtige feste Substanz, es war nur auf dem Boden eine projizierte Silhouette irgendwie von einem Mantarochen, den, wenn man ihn getroffen hat, mit dem Dreck weg, einfach sich zerteilt hat in noch zwei Mantarochen. Diese zwei haben sich wieder geteilt in wieder zwei, also wurden es immer mehr kleinere Mantarochen, was einfach extrem nervig war, weil man durfte diese Silhouette auf dem Boden auch nicht berühren. Zusätzlich war da noch überall Schleim und man musste echt aufpassen, wo man hintritt, weil überall diese Mantarochen waren, also das Leben war schneller weg, als man geguckt hat und deswegen, manche fanden ihn bestimmt kinderleicht, ich bin locker ein paar Mal gestorben, ich kann mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern, weil es schon lange her ist, aber ich habe ihn auf jeden Fall ziemlich schwer und nervig in Erinnerung. Auf Platz 4 haben wir Wart aus Super Mario Bros. 2. Ihr kennt alle Super Mario Bros. 2, hoffe ich doch mal. Dort war nicht Bowser der Endgegner, sondern Wart. Ich habe ihn letztens schon mal vorgestellt und zwar bei vergessene Charaktere aus Mario. Und zwar Wart ist eine riesige Kröte, der man dann letztendlich ganz am Ende von Super Mario Bros. 2 gegenübersteht. Man muss sie bekämpfen und zwar dieser Kampf. Ich fand ihn einfach extrem schwer, weil man muss Wart einmal Gemüse in den Hals schmeißen. Wenn er den Mund auf hat, muss man das einmal in ihn reinschmeißen. Das Problem ist nur, der Mund ist nicht immer auf. Es ist auch nicht immer Gemüse vorhanden, weil die kommen aus dieser komischen Maschine raus. Und zusätzlich bombardiert Wart einen noch die ganze Zeit mit solchen kleinen Luftblasen, die alle willkürlich und in einer hohen Anzahl auf ein niederprasseln, was das Ganze echt erschwert hat. Für die Leute, die den Teil nicht gespielt haben, den zweiten Super Mario Bros., kann ich es nur empfehlen, der Endkampf lohnt sich. Wenn man ihn besiegt hat, dann fühlt man sich echt befreit. Der nächste Boss, Leute, ich fand ihn ultra schwer und jetzt merkt ihr den Unterschied von dem letzten Platz zu dem Platz, und zwar die ältere Prinzessin Shroop aus Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Erstmal diese ganzen Mario RPGs, ob es jetzt Paper Mario ist, Mario RPG oder Mario und Luigi. Dort gab es so viele schwere Bosse. Ich hätte komplett die ganze Liste damit füllen können, Leute, aber dann wäre das ein bisschen zu eintönig. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich nochmal so welche am Anfang mit Sunshine und Wart rein. Ihr werdet sehen, Leute, die ältere Prinzessin Shroop ist einfach extrem krass schwer. Und zwar gibt es dort auch zwei Phasen. Einmal hat sie 3000 KP und eine extreme Verteidigung. Man kommt kaum durch. Die Angriffsmuster von ihr sind richtig schwer zu dodgen und eine extreme Angriffskraft. Also man muss wirklich ausweichen, ansonsten ist es ganz schnell vorbei. In der zweiten Runde hat sie sogar 3500 KP und noch mehr Angriffskraft und Verteidigungskraft. Und wer die Story kennt von Zusammen durch die Zeit, das ist wirklich lustig, weil Mario und Luigi haben die unbewusst eingesammelt, die ganzen 6 Splitter, und haben sich das ganze Schlamassel mit der Prinzessin Shroop letztendlich selber eingebrockt. Und auch die Shroops an sich, wer sie nicht kennt, der sollte das Spiel auf jeden Fall spielen. Es ist wirklich richtig herausfordernd, gerade der Kampf ist richtig geil. Auf jeden Fall ein ehrwürdiger Platz 3. Und der nächste Platz ist natürlich noch krasser. Platz 2 ist einfach Bowser Jr. Jetzt denkt ihr euch, hä, Bowser Jr., der war doch bis jetzt immer leicht und war leicht zu besiegen. Aber Leute, es sieht anders aus. Bei Mario Luigi Dream Team gab es eine komische Arena, die Battle Ring heißt. Ich hoffe, ihr könnt euch noch dran erinnern. Und dort musste man alle Bosse am Stück besiegen, bis man dann letztendlich zu dem Bossfight mit Bowser Jr. gekommen ist, denn das war ein geheimer Bossfight. Man ist wirklich nur zu dem gekommen, weil man alle am Stück durchgeprügelt hat, was wirklich eine riesen Herausforderung ist. Es ist auch ein empfohlenes Level von 55 gegen Bowser Jr. Und auch der Kampf selber gegen Bowser Jr. ist natürlich richtig herausfordernd. Er klaut einem immer Items und seine Angriffe sind echt krass zu dodgen. Also wirklich, wenn ihr euch das mal anguckt, ich finde allgemein, die Bosse bei Dream Team waren eigentlich relativ schwer, aber wirklich Bowser Jr. hat die Krone auf als schwerster Boss meiner Meinung nach. Und es gibt meiner Meinung nach nur noch einen Boss, der das Ganze nochmal toppt. Und zwar aus Mario Luigi Superstar Saga, Lukmilas Seele. Ja, der allerletzte Endboss von Lukmila. Es war wirklich extrem geil, dieses Spiel. Und jetzt kommt es nochmal für 3DS Remastered raus. Und ich freue mich, Lukmilas Seele noch einmal zu begegnen. Aber der Bosskampf, Leute. Man hat so oft gegen Krankfried und Lukmila gekämpft. Gegen sogar Bowser Mila. Gegen alle möglichen Kombinationen, Fusionen von ihr. Immer wieder im Spiel. Aber der Endkampf hat nochmal alles getoppt. Man startet nämlich mit Mario und Luigi mit einem KP und man muss alles dodgen, geschwächt wie man ist. Wenn man einen Treffer kriegt, ist man sofort down und das macht das Ganze so schwer. Später dann, wenn man geheilt ist und so, ist es immer noch extrem schwer, weil es verschiedene, so viele verschiedene Arten von Angriffen gibt, die Lukmila dort raushaut. Und ich habe wirklich, ungelogen, Leute, mehr als 10 Versuche gebraucht, um sie zu besiegen. Ja, ich weiß, ich war klein, Leute, aber ich weiß noch genau, wie ich verzweifelt bin. Ich habe den sogar ausgemacht, den Gameboy, und wieder angemacht später. So, jetzt seid ihr dran. Jetzt schreibt ihr mal bitte in die Kommentare, was euer schwerster Boss aus dem Mario-Universum ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine
Kanal abonnieren könntet, denn hier gibt's wie gesagt täglich richtig geilen Nintendo-Content und es lohnt sich, ein Abonnent zu sein. Ich bedanke mich bei jedem nochmal richtig persönlich, Leute, hiermit. Danke für die netten Kommentare. Ich gehe darauf ja fast immer ein. Es ist wirklich schwer, alles zu beantworten, aber vielen, vielen Dank. Ich bin jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Theo. Ciao und tschüss.